Aber ich habe echt ein Problem, ne? Ich kann mir die Sachen nicht merken. Nach C7. Sehr seltsam, wie was er da spielt. Weiß nicht, was ich machen soll hier. So eine Scheiße, ne? Spielt da total im Blödsinn. Also die Eröffnung ist mit Sicherheit nicht gut, die er spielt. So, der Springer hängt hier. Jetzt kann ich nach H4 gehen. Ja. Springer E5 oder was mache ich hier? D5 geht nicht, ne? Was ist das denn? Habe ich die Dame eingestellt? Das gibt's doch nicht. Ey. Oh Mann! So lächerlich. Nee, so ein Quatsch, den er da spielt, ne? Mann, ich komme nicht klar manchmal gegen schlechte Eröffnungen, ey. Boah, macht er D. Wie schlecht C5 war. Er konnte den D4 auch noch bekommen. Nee, gegen den spiele ich weiter. Jetzt kriegt er den auch noch. Muss leider so spielen, geht nicht anders. Das ist zu viel Material, ne? Das ist ein ganzer Springer mehr. Es gibt dieses Problem hier mit der Fesselung, dass er da gut gespielt. Ärgert mich. Ärgert mich. Schon wieder er. Ich habe die erste Partie gegen ihn verloren, jetzt Revanche. Ja, er ist ein Schlager. Er macht den. Okay, dann mache ich den. Jetzt ruhig schlagen, schlagen, Springer E4. Es gibt hier so einen Plan. Das habe ich mal analysiert. Ich weiß aber nicht, wie gut das ist. Das ist eher so. Gut, er nimmt raus. Warum nehme ich nicht mit dem B-Bauern? Ich Idiot. Damit der Springer nicht da reinkommt. So ad hoc geschlagen. Okay, Turm A5 kann ich vergessen. Der Turm muss wieder zurück. Geht E5 hier? Nö. Was macht er da? Wie will er den überhaupt decken hier? Der hängt doch hier. Jetzt hängt der hier, ne? Nimm, nimm, Springer nimmt, Dame nimmt. Okay. Ich gewinne Bauern. Springer nimmt, ne? Nein, F5. Okay, das war Käse, was er gemacht hat. Aber F5 ging noch. Ich glaube, ich habe es eingestellt. F5. F5, D schlicht E5. Was? Wie D schlicht E5? Naja. Fritzi, quasselst du da?
Weil, konzentriere ich mich auf die Partie. Ich will die Revanche gegen den Kollegen. Die erste Partie total lächerlich verloren gegen den. Geht gar nicht. So, mehr Zeit, bessere Stellung. Ein bisschen rumärgern mit einem doofen Schach. So, es wird Zeit, den König zu aktivieren. Turm E3 geht ja nicht. Also schnell spielt er. Habe keine Idee, was ich spielen soll hier wieder. Sein Turm ist super passiv. Ich habe mehr Zeit. Oh nee, nicht den Turm tauschen. Ach Mann! Boah, ärgert mich das, dass ich den Turmtausch zulasse, ey. Ja, klar, Remis. Vergiss es. Scheiße, das ist tot Remis jetzt. Albern, ey, der ist total schlecht. Schon wieder diese Quatsch. Schon wieder dieser Blödsinn, ich sehe schon. Was ist das für ein Schach, ey? Wie kann man sich so aufbauen? Was ist das? Kam die Partie noch in die Wertung? Nee. Oder? Hä? Nee. Ich dachte doch, der war schlecht. Gegen habe ich die erste Partie verloren, die zweite Remis in Gewinnstellung. Und jetzt in der dritten haben wir gesehen, was er spielt. Wer ist denn das? Der ist IM?
Ach, der ist ein bisschen älter. Okay, alles klar. Ja, den kenne ich, der ist sehr, sehr alt.